sagen. Ich habe jetzt ja nun auch ein Thema in Vorbereitung und da habe ich jetzt hier die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, mal den Fachmann dann wirklich dran zu haben, zum Thema Überladung. Da ist ganz viel Halbwissen im Umlauf. Ne? Auf Camper Tobis Kanal verlinke ich euch unter dem Video, könnt ihr da auch gerne nochmal raufgucken. Der hat da auch ein längeres Video dazu gemacht. Aber hier machen wir auch nochmal die Schnellzusammenfassung davon. Was ist jetzt eigentlich wirklich los mit 3,5 Tonnen? Gibt es eine Toleranz bei der Überladung? Ist das überhaupt in irgendeiner Form dann erlaubt? Darf ich denn doch ein bisschen mehr? Was ist mit meinem Führerschein? Ich darf ja eigentlich nur 3,5 Tonnen. Und hier haben wir den Fachmann, der kann uns da zu dem Thema ein bisschen was erzählen. Moin, liebe Lüt. Ich gehe wieder auf Tour. Ich war gerade für euch in Rendsburg auf der Caravan & Co. Ihr habt die ersten Videos jetzt schon gesehen davon. Ich habe sehr viele und auch sehr interessante Geschichten dort gefunden. Also da kommt noch einiges auf dem Kanal. Allerdings mache ich mich bereits schon wieder auf den Weg zur nächsten Messe. Die ist nämlich nur ein Wochenende später und beginnt quasi ja schon Mitte der Woche. Ich sehe zu, dass ich zu Mittwoch ungefähr nach Freiburg komme. Das wollte ich ohnehin ganz gerne. Aber jetzt bin ich ja selber auch vor Ort, wollte schon seit langem ein Thema 3,5 Tonnen, dazu auch ein Video dann produzieren, in dem ich nämlich auch das schwarze Schaf jetzt mal reisefertig wiege. Mein Fahrzeug ist reisefertig vollgeladen. Ich habe hier Lebensmittel drin für ein paar Tage. Ich habe den Wassertank hinten voll. Ich habe meine Klamotten alles eingepackt, was ich so normalerweise auf einer regulären Tour auch immer so in den Schränken drin habe. Meine Kameraausrüstung ist komplett mit drin. So wie das Fahrzeug jetzt gepackt ist, das ist eigentlich so meine normale Ausrüstung, mein normales Gesamtgewicht sozusagen, was ich typischerweise habe. Und da nutze ich doch jetzt mal den Weg und gehe noch mal schnell auf eine öffentliche Waage. Lasst das schwarze Schaf einmal wiegen für euch, dass ihr dann mal seht, was dann so ein reisefertiges Fahrzeug dann eigentlich bei mir jetzt tatsächlich so auf die Waage bringt. Und kann euch dann auch, denn ich habe mir einen kompetenten Partner auf der Caravan & Co. gesucht, denselben Gesprächspartner, den auch Camper Tobi schon hatte. Und wir gehen das Ganze noch mal haarklein durch. Was ist jetzt eigentlich mit dem Gewicht? Zusammen mit diesem kompetenten Gesprächspartner gehen wir das ganze Thema dann auch nochmal an. Da werde ich dann also den Part, den ich auf der Caravan & Co. für euch gedreht habe, dann dort auch nochmal mit reinnehmen. Und dort gehen wir dann im Detail auf führerscheinrechtliche Aspekte dabei ein. Was ist eigentlich mit dieser sagenumwobenen Toleranz? Ist die jetzt real? Gibt es die? Was ist davon zu halten? Das kommt dann in dem Part und dann werde ich das Ganze nochmal fallabschließend ein bisschen für euch zusammenfassen. Und jetzt fahre ich zur Waage mit euch. Naja, ihr werdet sehen, wie wir an der Waage ankommen. Solche öffentlichen Wagen findet ihr oftmals bei der kommunalen Abfallentsorgung. Ist bei mir in meinem Kreis jetzt auch so. Ich habe eben gerade nett gefragt, ich darf das alles kostenlos nutzen. Es ist kurz vor Feierabend, ich störe hier niemanden mehr. Deswegen kann ich mir auch kurz noch einen Moment Zeit lassen, um euch ein bisschen was dazu zu erzählen. Das Fahrzeug steht jetzt einmal komplett drauf. Ich bin nicht drin. Der Tank ist fast voll. Die Wassertanks sind mit 100 Liter gefüllt, der Abwassertank ist leer. Und hier drüben ist ein wunderschönes Display, an das ich mal ganz dicht rangehe für euch. Da könnt ihr dann sehen, das gesamte Fahrzeug jetzt komplett beladen mit allem drum und dran liegt aktuell bei 3240 Kilogramm. Das heißt, ich habe sogar noch einiges in Reserve. Das finde ich jetzt sehr gut. Das freut mich. Ich könnte jetzt auch noch achsweise wiegen. Das probiere ich mal aus, ob das hier funktioniert, dass ich nochmal den Wert für Vorderachse und Hinterachse abgreifen kann. Ihr stellt vielleicht auch schon fest, dass das schwarze Schaf sich ein bisschen verändert hat. Das Video dazu, wie ich die Polierung entfernt habe, kommt noch. Das hat es auch in sich. Also da muss ich mit Pössl mal ein bisschen schimpfen. Ich stehe jetzt, wie ihr vielleicht seht, mit der Vorderachse drauf. Ungefähr mittig mit dem Fahrzeug. Die Hinterachse ist runter. Damit hat er jetzt nur noch das Gewicht von der Hinterachse drauf. Auch da gehen wir jetzt wieder dicht ran ans Display. Die Hinterachse ist entlastet. Die Vorderachse ist das Gewogene. Da haben wir jetzt also auf der Vorderachse 1610 Kilogramm.
Und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit der Hinterachse. Dafür fahre ich komplett vor auf der Waage. Wir haben dasselbe Spiel umgedreht. Ihr seht, die Hinterachse steht drauf. Die Vorderachse ist entlastet. Die ist nicht auf der Waage drauf. Und jetzt haben wir hier sogar noch ein zweites Display. Da kann ich euch jetzt mal ranziehen. Und da haben wir 1610 Kilogramm. Damit wissen wir jetzt auch, was die Hinterachse an Gewicht raufbringt. Wie gesagt, das Fahrzeug ist vollständig reisefertig gepackt. Also mehr würde ich normalerweise nie mitnehmen. Inklusive Lebensmittel, Getränke, alles Mögliche. Da kommt schon was zusammen. Ich habe jetzt ja für die Caravan Live schon meine Lebensmittel und so weiter zusammengepackt, dass ich da vor Ort nicht mehr einkaufen muss. Also viel voller mache ich mein Auto eigentlich nie. Das gibt mir jetzt Sicherheit und kann ich euch auch nur empfehlen. Dann sage ich den Kollegen, die hier inzwischen schon Feierabend gemacht haben, einen herzlichen Dank, dass ich das kostenlos nutzen durfte. Na, das sollte bei den meisten kommunalen Abfallentsorgern auch so gehen. Die haben diese Wagen, die brauchen das für ihre Fahrzeuge, für die Entsorgung, für die Abrechnung. Und dann können die das euch gegebenenfalls nämlich auch freigeben, dass ihr das auch kostenlos nutzen könnt. Wenn es nicht kostenlos geht, gibt es oftmals aber andere Stellen, wo man das dann gegen eine geringe Gebühr auch machen kann. Und bei uns in der Gegend ist das so. Einmal im Jahr, ganz zum Anfang der Saison, bietet die Autobahnpolizei bei uns ganz in der Nähe eine kostenlose Wiegeaktion, dass man das einfach dann auch vor Ort mal ausprobieren kann. Und jetzt schauen wir mal, was denn auf der Caravan & Co. in Rendsburg 2022 der absolute Fachmann dazu zu sagen hat. Da habe ich ein kleines Interview mit ihm geführt. Das finde ich, ist wirklich gut gelungen, weil es bringt eigentlich die Kernthemen alle einmal knackig auf den Punkt und räumt hoffentlich mit dem einen oder anderen Mythos für euch auf. So, auch die Polizei ist vertreten auf der Caravan & Co. Wir sind jetzt hier am Infomobil der Polizei. Da habt ihr auch ein sehr, sehr schönes Wohnmobil, sehe ich schon. Also da finden dann auch, hat Camper Tobi auf seinem Kanal gesagt, die Betriebsausflüge mit statt. Ja, ne? Ja, genau, schön wär's. Schön wär's. Hast du da auch gesagt, dass ich darf duzen? Dürfen alles klar, wunderbar. Polizei, dein Freund und Helfer, da sind wir unter uns sozusagen. Ich habe jetzt ja nun auch ein Thema in Vorbereitung und da habe ich jetzt hier die Gelegenheit beim Schopfer gepackt, mal den Fachmann dann wirklich dran zu haben, zum Thema Überladung. Da ist ganz viel Halbwissen im Umlauf. Ne? Auf Camper Tobis Kanal verlinke ich euch unter dem Video, könnt ihr da auch gerne nochmal raufgucken. Der hat da auch ein längeres Video dazu gemacht. Aber hier machen wir auch nochmal die Schnellzusammenfassung davon. Was ist jetzt eigentlich wirklich los mit 3,5 Tonnen? Gibt es eine Toleranz bei der Überladung? Ist das überhaupt in irgendeiner Form dann erlaubt? Darf ich denn doch ein bisschen mehr? Was ist mit meinem Führerschein? Ich darf ja eigentlich nur 3,5 Tonnen. Und hier haben wir den Fachmann, der kann uns da zu dem Thema ein bisschen was erzählen. Genau. Also Überladung ist grundsätzlich immer ein Thema, gerade bei Wohnmobilisten, die einen 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht Wohnmobil haben. Mhm. Die wiegen dann leer. Ja, so um die 3 Tonnen, je nach Ausstattung, ja, je nach Fahrzeug. Und dann kommt immer schnell Gewicht zusammen, ne? Weil man dann 2 E-Bikes mitnimmt, 2 Gasflaschen und dann noch ein Vorzelt und noch Proviant und alles mögliche, Frischwasser, ja. Tank vollgefüllt. So, dann kann es auch schon mal leicht sein, dass man über die 3,5 Tonnen rüber geht. Ja. Und nein, es gibt keine Toleranz, ne? Also unser Verwarnungsgeld fängt bei 5% an, in Deutschland. Ne? Größere Probleme bekommt man natürlich, sobald man im europäischen Ausland unterwegs ist, ja, in die Schweiz oder nach Österreich, wo die Strecken natürlich deutlich gefährlicher sind als hier bei uns im Flachland. Ne? Mhm. Und deswegen meine ich, in der Schweiz kostet jedes Kilo Überladung 1 Schweizer Franke. Gesichertes Halbwissen. Ja. Ne, so, aber das Risiko da einzugehen, überladen im Ausland zu fahren, würde ich nicht machen. Mhm. Auch hier kann es zu Problemen führen, sobald es zum Unfall kommt und ein Sachverständiger oder Gutachter wird eingeschaltet, der dann errechnet, ne, der Bremsweg ist, weiß nicht, 5 Meter länger, weil man dann 200-300 Kilo zu viel hatte. Und das ist schnell der Fall. Also man hat ja wirklich einfach durch die Überladung plötzlich ein Unfallszenario erzeugt, das ohne diese Überladung nicht passiert wäre. Das wird ein Richter auch entsprechend werten. Möglicherweise, ne? durch den Gutachter, der das dann beweist, physikalisch, ne? Der das Ganze dann nochmal nachrechnet. Und dann bekommt man schon tatsächlich Probleme, mindestens mit der Versicherung. Ja.
aber so die. Ja. Ja, also das möchte eigentlich keiner. Wie sieht es jetzt mit der Führerscheinproblematik aus bei 3,5 Tonnen? Viele haben jetzt ja neuerdings nur noch den Klasse B. Alle, die ab 1999 ihren Führerschein gemacht haben, dürfen, solange sie nicht noch eine Aufstiegsprüfung gemacht haben, nur die 3,5 Tonnen fahren. Was ist da jetzt, wenn es da eine Überschreitung gibt? Genau, richtig. Also das hat mit der Überladung gar nichts zu tun. Führerscheinrechtlich geht, oder das Führerscheinrecht geht immer nur nach der eingetragenen zulässigen Gesamtmasse im Fahrzeugschein. Mhm. Na, und wenn Sie den jetzt überladen sollten mit 3,7 Tonnen, ja, ist da noch keine Gefahr, dass das ein Fahren ist. Es ist noch kein Führerscheindelikt in dem Sinne, aber man hat natürlich, genau, man ist ja verantwortungsvoller Fahrzeugführer und ihr seid immer für euer Fahrzeug verantwortlich, für den technischen Zustand eures Fahrzeugs verantwortlich. Das gilt eben auch im Bereich der Überladung. Wenn ihr eine Überladung habt, seid ihr voll dafür verantwortlich. Und da sind wir wieder bei der rechtlichen Seite des Ganzen. Genau, richtig. Genau. So, und auch wenn man sein Fahrzeug auflasten lässt, beispielsweise von 3,5 auf 3,8, 3,9 Tonnen, um gewichtsmäßig auf der sicheren Seite zu sein, ist das doch mit einigen Konsequenzen verbunden. Ja. Nämlich anderer Führerschein, sprich man braucht dann mindestens die Fahrerlaubnis Klasse C1. Ja. Na, man darf nur noch 100 fahren. Man muss einmal im Jahr zum TÜV, nicht wie sonst alle 2 Jahre. Ja. Na, man braucht ein selbstständiges Warnzeichen, noch eins mehr und so weiter und so fort. Also das ist schon an gewisse Konsequenzen angebunden. Ne, schon einiges zusammen auf dem Thema. Zu lassen, ja. Ne? Ja. Genau. Aber es ist eben genau das Thema, das uns alle bewegt. 3,5 Tonnen. Wie hält man das ein? Was ich ganz klasse finde, ich habe das selber bei mir in der Ecke, ich komme aus dem Mitzehoer Raum, A23, ne? Dass wir dort von der Autobahnpolizei in Elmshorn ist die ansässig, wird einmal im Jahr eine Wiegeaktion kostenlos durchgeführt. Dass ihr also, wenn ihr nicht die nächste öffentliche Waage dann irgendwo anfahrt, wird einmal im Jahr, meistens zum Beginn der Saison, auch bei euch garantiert in der Nähe mal sowas angeboten werden von der Polizei, dass ihr euer Fahrzeug einfach mal reisefertig wiegen könnt, um mal wirklich einen Eindruck zu haben, wo stehe ich denn hier wirklich. Wenn das nicht da ist, dann guckt euch im Umfeld um. Es gibt meistens irgendwo zum Teil sogar kostenlose Wagen. Öffentliche Wagen, genau, bei Abfallwirtschaftszentren. Und auch wir machen diese Wiegeaktion einmal im Frühjahr zum Saisonstart. Ja. März, April, sowas in dem Zeitraum in Neumünster. Na? Der genaue Ort wird dann noch über die Medien bekannt gegeben. Das habe ich bis jetzt auch immer schon mitgekriegt. Nur leider war ich das letzte Mal, als sie bei uns die Wiegeaktion gemacht haben, war ich in Urlaub. Also die Anreise wäre sehr weit gewesen. Aber das steht bei mir fest auf dem Programm. Mein Auto wird auch noch gewogen und vielleicht sogar in diesem Video. Herzlichen Dank. Gerne, gerne. Ja, so kann es einem gehen. Hab ein bisschen lange gebraucht für den Dreh und jetzt ist das Tor zu. Jetzt will ich mal hoffen, dass da noch einer ist, der mir das Tor nochmal aufmacht. Es ist mir gelungen. Das Tor öffnet sich. Ist das schön. Und schon haben wir wieder eine Story zu erzählen.